Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu unserem Karrieremodus mit dem VfB Stuttgart. DFB-Pokalluft. Wir wollen den großen Herthanern ein Bein stellen. Das haben wir vor, das werden wir machen. Ich liebe es einfach, dieses DFB-Pokal-Feeling. Ja, Alexandru Maxim. Hoffen wir mal, dass er uns noch richtig viel Freude bringt, weil ich habe die Karriere als Backup mal weitergespielt. Da ist er nämlich ja in der Winterpause verschwunden. Hat sich da nämlich aus dem Staub gemacht. Oh, ich sehe hier gerade in Skype, die Tenex ist online. Und da hauen wir den Ball viel zu weit und ungespült weg. Ja, ein bisschen an der, im Gegensatz zum letzten Spiel, ein bisschen rumgeschraubt haben wir. Ach komm schon, ey. Stand Dolberg wirklich im Abseits? Oh ja. Stand da tatsächlich im Abseits? Ah, los, komm, wir wollen hier eine Runde weiter. Na, Mitchell? Geil, Dame ist. Na, wo sollen wir hier hin? Ja, ich wollte schon sagen, das Einsteigen musste nicht sein. Herr Stocker. Großkreuz. Ah, abseits. Das war aber schön gesehen, die Lücke. Sind aber viel zu früh, war auch rausgerückt. Ja, gleich so viele Leute. Jungs, da müsst ihr aufpassen. Das ist kein gutes Angriffsverhalten. Och nein. Kaminski verletzt. Vielen Dank auch. Vielen, vielen Dank, Herr Ibisevic. Wir hauen den Ball zu deren Torhüter. Ah, oh, der nächste Verletzte, ey. Na, wie heißt es, wenn sich einer verletzt, dann hat der andere die Chance, aber. Jetzt hier, Plata. Immer diese schwachen Pechse in letzter Zeit, ey. Es hat uns den Sieg gegen den Punkt gegen Nürnberg gekostet. Insua schön nach außen weg. Galdames. Hosogai. Insua. Oh, schön. Ja, Lustenberger, wenn sie das noch einmal machen, dann gibt es eine Berliner Respektschelle. Mal so richtig schön auf die Füße. Oh je. Vor diesem Schuss keine Angst, aber Leute, das ist keine Defensivleistung. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mich in der Winterpause wirklich nach Ersatz umschauen. Insua. Nein, nicht Verteidiger vor. Ah, Leute. Das muss doch besser gehen. Das kann doch nicht sein, Leute, dass ihr da so scheiße beim vorn Mann steht. So, Pressing. Das will ich haben.
Dieser Brooks, ey, so, wenn ich so fett wäre, dann würde ich ja natürlich auch Verteidiger werden. Schön gestört. Da konnte der Plattenhardt nur noch blöd zuschauen. Passt da bitte auf, Leute. Nicht, dass ihr da nochmal jemand. Nicht, dass ihr euch da nochmal verletzt. Nee, jetzt reicht es mir. Oh, da kommt ein Skalu rum. Und ich mähe dich mal um. Einfach nur mal, um Hallo zu sagen. Was denn, Rev? Ich treffe doch zuerst den Ball. Machen die doch auch. Oh, komm, Maxim. Ciao, Plata. Da macht er die Drehung und dann ist er durch. 1-0 für unseren VfB Stuttgart. Ciao, Plata. Dann macht er hier die Drehung, dann nochmal die Drehung, dann ist er da auf seinen starken Fuß frei und unhaltbar für Rune Jahrstein. Schöner kann man es nicht machen. Ciao, Plata, DFB-Pokalführung. Erstes Tor im DFB-Pokal in dieser Saison für uns. Na gut, ist ja auch die erste Runde, wo wir spielen. Oh, da hauen wir jetzt einfach mal überall rein, denn ich möchte nicht, dass sie diese ihr Passspiel da aufziehen. Ist mir egal, wenn ich dafür jetzt die rote bekomme. Ist mir jetzt egal. Mach's gut, Hajime. War schön mit dir. Aber ich möchte nicht, dass sie dieses scheiß schnelle Passspiel aufnehmen. So, Maxim kann da auch gut spielen. Das hätten wir. Jetzt muss es schnell gehen. Schöne Drehung wieder vom Blatter. Schade, Joe. Schade. Hat schon wieder nicht. Oh, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Dann hätte er hier den Doppelback schnüren können. Ah. Schön. Schönes Dingen. Oh, schade, der Kasper. Schön mit vorgegangen. So ist das, wie man das sehen will. Aber Leute, wenn ihr das so scheiße herläuft, dann kann das ja natürlich nichts werden mit der besten Defensive. Aber ich wollte schon sagen, Großkotz, was machst du denn da? Wir machen hier mal einen schönen Screen. Ja, genau, da hört man ihn. Das wird dann nämlich hier ja, auf Twitter landen oder sonst wo. Ja, komm. Anton Grigic kommt rein. Ein frischer, schneller Mann.
können wir damit nämlich gut leben zum Start der zweiten Halbzeit. Aber wir können auf jeden Fall richtig stolz auf uns sein. Wir führen ja 1-0 gegen den Bundesligisten. Beinahe zum Eigentor verführt, aber schönes Passspiel von euch, von uns und von euch, ja. Ihr macht mein Passspiel. Schön geklärt, Anto. Richtig nice. Hätte ich gewusst, dass wir da dran kommen. Da haben die jetzt mal schnell gemacht. Oh, dieser Brooks, ey. Da kann man auch sagen, baut die Mauer in Deutschland wieder auf. Aber schön dazwischen gegangen. So ist das schön. So, jetzt kommt, jetzt machen wir mal schnell hier. Ey, der muss doch, der ist doch gedopt, dieser Brooks. Der ist doch gedopt. Wie kommt der da so schnell da hinten drin her? Das glaub ich doch fast nicht, ey. So hohes Pace hat der Brooks nicht. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Dieser Drecks-Ibisevic, Leute. Ja, klar, das fallst du ab, oder was? Sorry, wenn ich hier so ein bisschen ausraste, aber der Schiedsrichter regen mich hier irgendwie auf hier bei FIFA. Da werden Sachen nicht gepfiffen, die klar gegen uns als Foul gehen. Als Foul gehen. Und was macht der Ref? Der sieht es nicht, der pfeift es nicht. Aber dann, wenn man da irgendwie sehr so eine kleine Pussy-Angelegenheit macht, ey. Dann sind die irgendwie so scheiße schnell am Pfeifen für den Gegner. Ich meine, EA... Ich weiß, neue Engine und so. Neue KI und so. Aber bitte. Haut in den nächsten FIFA-Teil. Mal bitte. Eine neue Schiedsrichter-KI raus, ey. Denn das verdirbt dann hier wirklich den Spaß. Weil so gut sind die hier wirklich nicht. Oh, jetzt mal. Nee, ich muss wechseln. Das geht so nicht an. Das geht so nicht weiter klar. Carlos Mané für Plata. Wir brauchen den schnellen Mann da jetzt vorne. Ah, was ist denn das?
Sachen bei FIFA 16 da, wo man ihn einfach den Ball abnehmen konnte. Wenn du dafür jetzt nicht eine gelbe zeigst, Alter. Ne, zeig da ja noch nicht mal und der zieht mir einfach die Beine weg, ey. Irgendwann reicht es mir mit diesen Drecks-Referees. Irgendwann reicht es. Da pfeift er ab! Ich fass es nicht, ey! Der möchte doch, dass wir hier in die Verlängerung gehen. Dieser Drecks... Schiri da. Ja, und lauf doch einfach dran vorbei. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie die Chance hatten, dass wir besser sind die ganze Zeit. Komm jetzt, zieh man, nee. Ja, Elfer, genau das meine ich. Schön, dass du auch mal für uns pfeifst. Das gibt es nicht, ey. Nee, das war's. So schnell kommen wir, Conner. Die werden jetzt hier auf Zeit spielen. Da war man ganz klar besser. Ja, geh doch dahin, Grigic! Nee, ey. Ey, da. Ich fass es nicht hier bei dieser Scheißmannschaft. Was ist nur los mit euch? Was ist nur verdammt nochmal los mit euch? Ja, komm. Oh mein Gott. Entschuldigung. Aber das regt einen auf, ey. Da ist man die ganze Zeit klar besser. Und dann fängt der Schiri auf einmal an, fucking Scheiße zu pfeifen, ey. Nee, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Wenn das jetzt hier so weitergeht, dann werde ich das mit dem VfB Stuttgart abbrechen und werde in die erste Bundesliga gehen. Weil es macht, ich sehe da irgendwie keinen Sinn mehr bei. Ich könnte mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Weil... es ist egal, was ist, ist egal, was passiert, ey. In den letzten 6 Spielen immer diese scheiß Abwehrfehler. Und dabei haben wir noch nicht mal so eine schlechte Abwehr. Aber naja, gut, Leute, das war's jetzt von diesem Part. Schreibt mir in die Kommentare. Ihr kennt den ganzen Scheiß, macht es gut. Cheerio.